meine Glühbirnen und herzlich willkommen zurück zu Astronier. Ja, es gab länger schon keinen Part und das hatte einen ganz einfachen Grund und zwar Weihnachten. Ja, ich glaube, das ist Grund genug. Ja, es gab ein neues Update, ein Forschungsupdate, um genau zu sein. Denn, wie ihr wisst, haben wir ja die letzten paar Parts eigentlich damit verschwendet, Kreise auf unsere Astronauten zu zeichnen. Nein, wir haben die Zeit damit verschwendet, nach Forschungsobjekten zu suchen, um TNT zu finden, um endlich im Spiel weiterzukommen. Aber wir haben einfach kein TNT bekommen. Jetzt gab es ein neues Forschungsupdate. Und zwar, jetzt funktioniert's. Das Update hat nämlich eine Art Credit-System ins Forschungssystem gebracht. Und zwar funktioniert das so. Man bekommt jetzt für jedes Forschungsobjekt, was man erforscht, Bytes. Mit diesen Bytes kann man sich Forschungsobjekte kaufen, statt wie das es wie davor ist, man zufälligerweise Forschungsobjekte bekommt. Also hier ist alles schön detailliert erklärt, was man wie jetzt machen kann. Warte, das hatte doch gar nichts mit Forschung zu tun. Was gab's denn hier noch Neues? Also ja, die Forschungsplattform, ja, aber Bodenaushub? Drucke Kanister aus dem Rucksack. Mit Kanistern können Terra-Werkzeuge Erde sammeln und verwenden. Boah, ein Mineral. Hä? Das hatten wir doch schon. Ah, hier steht, was der Mineralextraktor macht. Um Erde in andere Ressourcen umzuwandeln. Ah, okay, dafür ist der Mineralextraktor. Faszinierend. Hier sind generell ein paar Informationen über das Spiel. Hätte ich vielleicht lesen sollen und das sieht aus, als hätten wir sehr lang. Ja. ich sag einfach nicht, wie das gerade aussieht. Aber. Wir hatten ja das Problem mit den Forschungsobjekten. Und mit dem neuen Credit-System können wir jetzt einfach Zeug nehmen, in die Forschungsstation reinlegen und dann, sobald wir hier Energie haben, das ist auch eine Neuerung, die Forschungsstation speichert keine Energie mehr, sondern sie braucht dauerhaft Energiezufuhr, wird hier mit Hilfe der Energie erforscht. Und, naja, momentan startet noch gar nichts. Wir müssen erstmal auf den Knopf drücken. Jetzt wird die Forschungsprobe bearbeitet. Das bedeutet, er erforscht. Hier steht, wie lange es noch dauert. Und die Dauer hängt von der Anzahl an Energie ab, die nun mal unsere Forschungsstation bekommt. Das heißt, je mehr Energie sie gerade in dem Moment bekommt, desto schneller erforscht es die Objekte. Und wir kriegen diese Bytes hier uns zugeflößt. Problem ist jetzt, das dauert meistens 8 bis 10 Minuten. Vorhin hatte ich ein Forschungsobjekt, also die geben alle unterschiedlich viel Bytes und ich hatte vorhin ein Forschungsobjekt, was sogar 20 Minuten gedauert hat, weil es so viel Bytes gegeben hat. Darum habe ich während dem Offscreen-Dasein von mir ein paar Forschungsobjekte gesammelt und halt erforscht, damit wir 4000 Bytes haben. Ja, weil Dynamit zu erforschen kostet 3600 Bytes. Das bedeutet, wir können endlich Dynamit erforschen. Yes! Ich sollte mich nicht zu sehr freuen. Ja, wir können endlich Dynamit erforschen. Ja, so sieht das Menü aus. Hier kann man halt so umherschalten. Man kann auch mit WASD-Tasten oder mit der Maus, wie man will, rumklicken. Hier sind halt alle Dinge, die man irgendwie erforschen kann. Hier kann man auch durchschalten, was für eine Sache man haben will. Da oben stehen die momentanen Bytes und daneben steht, mit welcher Geschwindigkeit man gerade die Bytes bekommt. Ja, so viel zur Theorie, zur Praxis. Erforsche ich jetzt das Dynamit. Ja, ich bin so aufgeregt. Klick. Erforscht Dynamit. Wir haben Dynamit. Wir haben Dynamit. Das bedeutet, wir können unsere Station endlich ausbauen. Ja. Wo können wir denn das Dynamit machen, liebes Spiel? Ah, da! Okay. Aluminium. Es benötigt Aluminium. Aluminium hatten wir. Hier ist Aluminium. Hier, take that Aluminium und gib mir Dynamit. Gib mir das Dynamit! Ja! Ich habe auch schon, während ich gewartet habe... Da kommt ein Sandsturm, oder? Natürlich kommt... Genau jetzt ein Sandsturm. Aber ja, wie ihr vielleicht seht, habe ich mir schon Gedanken gemacht, wo genau ich denn meine Station weiterbauen will. Nämlich will ich meine
Extraktor oder keine Ahnung, wie das Ding heißt. Warte, das stand doch hier. Das stand doch hier. Mineralextraktor. Ah, der hieß echt Extraktor. Nämlich will ich den wegsprengen und ich glaube, ich mache den Sound ein bisschen leiser, weil der wirkt so laut irgendwie. Keine Ahnung. Nämlich zerstöre ich meinen Mineralextraktor gleich mit dem Dynamit und baue da meine weiteren Plattformen hin. Wer es nicht weiß, was es auf sich hat mit dieser ganzen Dynamit-Sache. Ich wollte ja die ganze Zeit Dynamit haben, weil ich meine Plattform nicht mehr weiter ausbauen kann. Darum hingen wir an einer Stelle fest in dem Spiel. Denn man kann die Plattform nicht zerstören, außer wenn man sie mit Dynamit hochsprengt. Aber man kann so kleinere Plattformen bauen und an denen dann die größeren Plattformen wieder dran bauen und dadurch erweitert man sein Lager. Man darf einfach nicht die ganze Zeit große Plattformen hier dran klatschen, wie ich, in der Hoffnung, dass man irgendwie sonst, okay, der Sandsturm zieht einfach so an uns vorbei, stört mich nicht, man darf das nicht so machen wie ich, dass man alles an die Hauptzentrale da dran klatscht, in der Hoffnung, dass das niemandem was ausmacht. Weil das macht jemandem was aus. So, aber, wir haben lang genug darauf gewartet. Kann ich? Wie entzünde ich das? Ah, so. Ich glaube, ich sollte aber davor wegrennen. Heilige Scheiße! Die Explosion war größer als erwartet. Viel größer. Aber okay, dann ebnen wir mal kurz hier alles aus, damit alles schön ist, damit alles glatt ist. Und dann können wir auch hier endlich weiterbauen. Ja, man kriegt keinerlei Ressourcen wieder, deswegen habe ich vorher die ganzen Ressourcen gerettet. So. Jetzt muss ich ja irgendwie, das ist, die falsche Richtung, liebes Spiel. In die du das bauen willst. Lässt mich das Spiel das auch jetzt dran bauen? Hallo? Entschuldigung, mein Hals ist gerade ein bisschen zu. Ich trinke mal was. Figaro, Figaro, Figaro. Ja, ich habe irgendwie eine leichte Erkältung abbekommen. Entschuldigung deswegen. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warum lässt mich das Spiel nicht bauen? Hallo? Ich möchte eine weitere Plattform. Hallo? Spiel? Hier ist doch so ein Endstück dran. Spiel! Lass mich das doch dran bauen! Habe ich das ganz umsonst weggesprengt oder was? Ich glaube, ich spreng dann einfach das Ding daneben auch noch weg. Aber was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Damit ich das hier alles frei bekomme. So, das Ammonium kommt bitte irgendwo hier hinten hin, damit es nicht verloren geht. Bitte weg, bitte alles weg. Und ja, dann würde ich sagen, töten wir erstmal den Schmelzer. Damit wir hier weiterbauen können. Aber erstmal will ich das hier so ein bisschen ebnen. Ja, ja, so sieht's doch schön aus. Ja. Dann wird wohl der Schmelzer dran glauben, wenn das Spiel mich noch nicht lässt. Ich sollte aber weiter weg. Echt jetzt? Are you kidding me? War das echt zu... Habe ich noch Aluminium? Das ist Kupfer. Mist. Bitte sag mir, ich habe noch irgendwo Aluminium. Irgendwo? Spiel! Bitte! Please! Lithium? Nein, 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 nein. Ammonium? Kupfer? Ah, Aluminium! Okay, super. Dann verbrauchen wir halt unser ganzes Aluminium hierfür. Aber ich will nun mal endlich neue Plattformen bauen können. Dann stelle ich es halt hier drauf ab und hoffe, dass... Nee. Ich stelle es lieber hier ab. Und jetzt... Ich bin so aufgeregt. Okay, gut. Die Nachbarplattform hat überlebt. Davor hatte ich am meisten Angst. So. Jetzt bitte hier alles gerade machen. Alles schön gerade. Ey, wenn das jetzt nicht funktioniert, Leute, da werde ich ja richtig wütend. Das wird ja, das wäre ja richtig kacke dann. Hallo? Warum kann ich hier nichts dran bauen?
Ich speichere einfach mal kurz. Benden uns zum Hauptmenü. Vielleicht funktioniert es jetzt. Wenn das Spiel mich mein Hauptmenü bringen würde. Hallo? Ah, danke. Dieses Spiel. Naja, es gab auch eine Warnung wegen den Updates, dass da Bugs auftauchen können und da man ein bisschen aufpassen muss. Und empfehlenswerterweise soll man nach jedem Update einen neuen Spielstand starten. Nur so als Info. So. Tab. Kann ich jetzt hier was dran bauen? Nö! Warum nicht? Liegt es daran, weil mir der Rohstoff fehlt? Brauche ich erst Gemisch, um hier was dran bauen zu können? Ich glaube, ich brauche erstmal ein Gemisch. Ich versuche es einfach damit, dass ich erstmal mir Gemisch irgendwo hole. Habe ich denn hier irgendwo Gemisch? Nein, ich habe hier überall nur Harz. Naja, aber Gemisch ist jetzt nicht das größte Problem. Dann fahren wir jetzt einfach... Oder ist das nicht sogar schon Gemisch? Oder? Nee, das ist Harz. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal kurz auf Gemischsuche. In der Hoffnung, dass wenn wir da Gemisch irgendwie dran packen, dass ich dann endlich meine Plattform bauen kann. Das wäre jetzt aber arg doof, wenn es trotz der weggesprengten Plattform nicht funktionieren würde, neue Plattformen dran zu bauen. Das würde mich echt nerven. Und ich müsste jetzt erstmal Gemisch finden. Gemisch? Hallo? Du bist kein Gemisch. Gibt's hier irgendwo Gemisch? Ich will nur ein bisschen Gemisch. Du bist kein Gemisch, oder? Oder bist du Gemisch? Du, nein, du bist Harz. Das da hinten ist dann wahrscheinlich auch Harz. Ich kann das immer noch nicht unterscheiden. Auch Harz? Sieht sehr nach Harz aus. Ja, Harz. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. So, ein bisschen viel freiräumen und dann brumm, brumm, ab durch die Ecke. Ich glaube, Gemisch war ja dieses pünktchenförmige. Also das waren ja so Pünktchen. Bin ich gerade echt liegen geblieben? Ach Gott, ich bin doch so... Sonne! Hilf mir! Aktivier mein Solarmodul! Lass mich nicht im Stich, lieber Sonnenschein! Ja! Lädt es schnell genug auf, dass wir die ganze Zeit fahren können? Ja, es lädt schnell genug auf, dass wir die ganze Zeit fahren können. So, aber nicht sonderlich schnell. Überhaupt nicht sonderlich schnell. Ich hätte das große Solarmodul nehmen sollen. Aber das ist ja bei der Forschungsstation und ich habe da keine Lust, gerade zurückzufahren. Bleiben wir einfach hier in der Nähe von dem Luftweg hier, um notfalls auch zu Fuß zurücklaufen zu können. Bist du Gemisch? Nein, du bist immer noch Harz, oder? Harmut. Woher auch immer das gerade stammt. Das kann doch nicht wahr sein, dass es hier nirgendwo eine Gemischquelle gibt, die wir noch nicht ausgesaugt haben. Haben wir... Warum liegt da ein Solarmodul? ist es zufällig ein großes Solarmodul, was wir irgendwann liegen gelassen haben? Ich glaube, das ist ein großes Solarmodul, was wir irgendwann liegen gelassen haben. Was einfach fröhlich vor sich hin produziert. Na dann... ach stimmt, wir haben ja damals ein Forschungsobjekt auf dem Fahrzeug transportiert. Und deswegen das Solarmodul liegen gelassen. Aber okay, dann haben wir halt ein großes Solarmodul jetzt. Stört mich nicht. Das lädt ja sogar auf, während wir fahren, also ist das recht praktisch. Ach komm, du siehst zwar aus wie Harz, aber du bist doch bestimmt... Ah. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass es jetzt am Gemisch scheitert. Also Gemisch hätten wir so oder so gebraucht. Egal, ob das jetzt verbuggt ist oder nicht. Ich beruhige mich einfach damit. Please help me. Nirgendwo. Wirklich, nirgendwo.
Ah, da ist Gemisch. Ich sehe es doch. Da ist das Gemisch. Ich erkenne Gemisch, wenn ich es sehe. Oh, hallo, du leckeres, fantastisches Gemisch. Oh, joa, komm zu mir. Oh, oh, joa, ich will dich. Komm her, Gemisch. Komm einfach her. Oh ja, ich werde dich nie wieder hergeben. Du süßes, tolles Gemisch. Bitte, komm, noch ein Stack. Noch ein Stack schaffe ich doch. Komm schon. Irgendwo hier ist doch noch was versteckt. Ich weiß es doch. Das ist wie beim Kartoffelnbuddeln. Irgendwo ist immer noch eine kleine Knolle versteckt. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Nee, scheinbar ist es echt leer. Mist. Naja. Oh, und wir haben eh unseren Stack schon kaputt gemacht, weil wir irgendwas Organisches aufgesammelt haben. Well, shit happens. So. Dahin geht's zurück nach Hause. Nicht im Rückwärtsgang, wenn's geht. Jo. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so wie geplant. Ich hoffe es sehr. Wenn nicht, dann wäre das sehr doof. Sehr, sehr doof. Mich würde es zumindest ärgern. Ja. Ja, Robber, bleib bitte hier stehen. Ich frage mich immer noch, wie ich den Bohrkopf wieder draufkriegen soll. Im Internet finde ich auch nichts dazu. Also diese Bohrausrüstung, dass die wieder auf meinem Fahrzeug drauf ist. Ach, whatever. Lässt sich jetzt hier irgendwas dran bauen? Nein. Und jetzt habe ich halt die Hoffnung, wenn ich Gemisch nehme. Wo ist denn das Gemisch? Ah, das Gemisch ist hier dran. Und das irgendwie... Komm schon! Das kann doch nicht wahr sein! Warum funktionierst du nicht? Und warum habe ich gerade mein Lager entfernt? Hallo? Hallo? Du hast hier große Endstücke. Das ist vielleicht, weil es nicht gerade genug ist. Willst du, dass es noch gerader wird? Hier, alles auf einem Level. Ach komm schon, Spiel, das kannst du mir doch nicht antun. Sag nicht, die ganze Forscherei war jetzt umsonst, weil das Spiel verbuggt ist. Ich hätte das vorhin einfach bauen sollen. Ich hätte das einfach vorhin bauen sollen. Komm schon. Komm schon. Ich kenne dich doch, Spiel. Du lässt es nicht zu, dass ich hier verzweifle. Lass mich das bauen. Gibt's in der Forschung irgendwas anderes, was mir vielleicht helfen könnte? Handelsplattform? Nein. Ich suche nach nochmal so einer Mittelplattform. Gibt's die vielleicht? Mhm. Das ist es nicht. Arbeitslicht. Shuttle. Ah. Huh. Habitat. 4000. Ich hätte vorhin einfach Habitat erforschen sollen, statt meine Hoffnung auf Dynamit zu setzen. Ich bin gerade am Verzweifeln. Ich bin gerade wirklich am Verzweifeln. Naja. Wir gucken dann mal, was als nächstes daraus wird. Ich hoffe, euch hat der Part dennoch irgendwie gefallen. Auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoron.